Willkommen zu einem neuen Update-Video. Wir haben das neue Jahr, in diesem Sinne gesundes Neues an euch. Und ja, neuer Patch, auch mal wieder neuer Held. Den schauen wir uns gleich einmal an. Ich habe ihn jetzt leider noch nicht, weil ich meinen Fokus beim Erwerben der Helden auf die zweite begrenzte Ziehung gesetzt habe. Aber wir haben einen neuen Supporter, einen neuen Heiler. Finde ich an sich nicht schlecht, dass wir mal wieder einen Heiler bekommen. Und ja, gehen wir mal kurz in die Fähigkeiten rein. Hier sehen wir schon, heilt einen Verbündeten und heilt den auch sehr viel. Das heißt, wenn der wenig Leben hat, dann kriegt er sogar richtig viel und hat durch den Talenteffekt noch einen CC sozusagen. Eventuell. Es ist die Frage, ob das Ziehen der Feinde ranziehen ist oder tatsächlich wegwerfen und unterbrechen. Das muss man dann mal aktiv sehen. Dann haben wir auch wieder hier heilen niedrigster Verbündeter, Max HP. Dann haben wir AOE Heal, was so auch nicht schlecht ist, und Schaden erhöhen. Um 15%, was schon auch schon nicht schlecht ist. Und Schilden. Wir haben quasi einen Brunnen, der regelmäßig Schilde verteilt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie effektiv das ist. Aber so würde ich jetzt erstmal sagen, dass Bota eine verbesserte Version von Serena ist. Weil die auch Single hier ist. Aber gut, die hier erhöht ja Verteidigung und Angriffskraft. Aber sie hat dann wirklich mehr Single Heal, die Bota. Aber auch AOE Heal. Das heißt, es wird gespannt. Ich bin gespannt, wie sie sich tatsächlich einbringt. Wir haben einen neuen Aufstieg der Helden. Diesmal mit Kalasar. Ungewöhnlich. Aber dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die nächsten beiden Event der Atlas-Helden dementsprechend auch jemand anderen haben und nicht diese neueren, die wir vorher hatten. Ablauf ist hier beim Aufstieg der Helden wie gehabt bei allen anderen Missionen gleich, deswegen gehe ich da nicht rein. Was hat sich noch geändert? Wir haben eine neue Monatskarte. Die unterscheidet sich wohl von den Belohnungen her. Aber ja, für jemanden, der jetzt nicht Geld investiert, ist das jetzt keine nennenswerte Änderung. Auch so, was ich jetzt hier sehe oder was ich auf Anhieb erkennen würde, ist, dass, glaube ich, mehr Ressourcen enthalten sind in den Pässen. Aber da habe ich tatsächlich nicht auf die vorherigen Pässe geachtet. Da müsste ich nochmal reinschauen. Oder Monatskarten. Ansonsten war es das auch. Wir haben Dämmerungswald ging zu Ende. Wir haben eine neue Ankündigung für die Gipfelarena. Soll wieder kommen. Und ja, das war es eigentlich schon zu diesem Patch. Relativ wenig. Ich hoffe mal, dass demnächst auch ein paar gute Sachen noch kommen. Wir haben auch einen Fragebogen, in dem unter anderem gefragt wird, ob man die einzelnen Events versteht, ob man weiß, wie Gipfelarena funktioniert, wie das Weihnachtsevent funktioniert hat, ob man das gut fand und auf welche Funktion man sich am meisten freuen würde. Da gab es zur Auswahl neue Helden, neue Ausrüstung, dann gab es den Punkt
GVG, Gildenkämpfe. GVE, neue Gildenbosse, die man als Gilde bezwingen kann. Vielleicht, oder andere Sachen. Dann gab es PvP mit Spezialisierung auf PvP mit Bannen sozusagen. Vielleicht so eine Art Live-PvP, keine Ahnung, wie sich das ausüben könnte. Und PvE, neue Bosse wurden da, standen da drin. Und zu der Letzt noch Events. Drei von den Sachen konnte man sich aussuchen. Es klingt ja sowieso so, als wenn das alles Sachen sind, die sie geplant haben, die noch kommen sollen. Da bin ich wirklich gespannt, was sich da ändert. Ja, wie gesagt, das war es zum Update-Video. Relativ kurz. Aber es kam ja auch nicht viel, außer der neue Held. Neue Videos von mir, um mal dahingehend zu sprechen. Weil bisher habe ich jetzt hier nur Updates-Videos gemacht, aber es liegt daran, dass ich aktuell noch nicht so wirklich, weiß zusammensetze, was für Videos ich am besten machen kann. Dahingehend werde ich die nächsten Tage mal schauen, dass ich die Gildenkämpfe mal so ein bisschen zeige, bei welchem Boss man welches Setup am besten wählt, wie man da am meisten rausholen kann. Natürlich dem eigenen Fortschritt entsprechend. Nur da man natürlich nicht so viele Versuche hat und natürlich nicht pro Versuch auch einen Gegner umhaut, wird es nicht so einfach sein, euch am Stück alles zu zeigen. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich das am besten zusammenschneiden müssen und dann mal gucken. Also das möchte ich gerne auch machen. Euch einmal die zeigen, wie ihr die Gildenbosse am besten angeht. Die Informationen oder Informationen, die ich damit dazu genommen habe, die habe ich unter anderem von meiner Gilde mit erhalten. Dementsprechend mein Dank für den Hinweis, für die Tipps daran an die Gilde. Und ja, was ich jetzt auch noch machen werde, was in den nächsten Tagen dann kommt, also definitiv in den nächsten Tagen bei den Gildenbossen muss ich mal gucken, aber ich werde jetzt noch ein Video machen zum Frontfortschritt. Was sich lohnt, in der Front einzusetzen und ja, welche Heldenkombination man da am besten wählen kann. Wenn ihr gerne noch andere Wünsche habt, was ich euch mal gerne zeigen möchte, zeigen soll oder was ihr gerne sehen wollt oder was ihr gerne mal erklärt haben wollt, speziell in einem Video oder wo ich nochmal gezielter darauf eingehen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen, zu was ihr gerne noch, wie gesagt, was wissen wollt. Von einer Tierlist, da die für meine Umstände, da ich hauptsächlich auch am Handy arbeite, schon ein bisschen umständlich ist, ja, rate ich zumindest, auch wenn es oft gewünscht wurde, so eine Tierliste von mir, würde ich die wahrscheinlich eher nicht machen, zumal ich da genug andere Leute gibt, die da vielleicht bessere Tierlists haben oder bessere Know-how haben, was die Helden betrifft. Aber ansonsten bin ich für viele Vorschläge offen. Also es gab schon einige Vorschläge, aufgrund dessen ich dann das ein oder andere Video gemacht hatte. Viele Videos findet ihr bei mir auch schon, wo sich bis auf das allgemeine Update, allgemeine Tipps, die ich jetzt neu gemacht habe, bei den anderen Sachen gab es eigentlich nichts, was sich jetzt großartig verändert hat. Was ich tatsächlich nochmal machen kann, das wäre auch noch eine Idee, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wäre die optimalen Aufstellungen beim Dämmerungswald, gegen welchen Gegnertyp man vorgeht oder wie man die am besten besiegt mit möglichst wenig Verlusten.
Genau. Das kann ich nochmal machen, aber dazu müssen wir die neue Dämmerungswald-Season haben. Das dauert dann noch. Genau, weil Dämmerungswald hatte ich jetzt auch Platz 8 abgeschlossen. Bin ich ganz zufrieden mit. Genau. Ja, das war's dann jetzt. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, falls ihr noch irgendwas sehen wollt. Und ansonsten sage ich schöne Tage. Wir hören uns, wir sehen uns oder sehen uns nicht, aber wir hören uns. Und ciao.